Einen wunderschönen herzlich willkommen zu EA Sports UFC 2 und ja, oh Gott, hat der letzte Kampf gut getan, meine lieben Freunde. Wir wollen direkt daran anknüpfen, hatten jetzt aber eine geringe Trainingszeit, denn wir mussten einspringen für eine Verletzung, beziehungsweise wir mussten es nicht, aber wir haben es gemacht. Und jetzt geht's gegen Akhmedov und das Ganze bei UFC 231, Henderson gegen Maia, das bedeutet der UFC Welterweight-Titel aus der Klasse, in der wir antreten, steht auf dem Spiel. Mal sehen, ob es hier einen Titelwechsel geben wird. Bin ich ja mal gespannt. Aber wir müssen auf unseren Kampf gucken. Ich will gar nicht dran denken, dass dieser Kampf mal wieder uns in die Top 20 eventuell schon spielen könnte oder nochmal zumindest wieder näher ranbringen könnte. Aber egal. Wir müssen den Fight machen. Bestehen, kämpfen, siegen. Eat, sleep, conquer. Repeat. Coming up next, it's a welterweight matchup between Omari Akhmedov and CM Punk. Also, ich bin wieder, ne? Ihr wisst, gepusht und vorbereitet. CM Punk, coming off a great training camp and feels outstanding. This guy has an incredible ability to control fighters. It's extremely frustrating for the man. Überragend im Ring, gute Punch-Härte, sehr gut. 23 Kämpfe in Karriere bestritten. Schon 23, ey. Krass, Mann. Ist sowieso heftig, wenn ich mir vorstelle, dass wir bald der 30. Ausgabe dann hier im Let's Play dann so langsam nahe kommen. Es müsste jetzt hier, glaube ich, die 29. Ausgabe sein. Folge und Mann, macht mich irgendwie echt glücklich und stolz, denn ich kann es ja mal ganz kurz, während hier unser Gegner, der gute Omari Akhmedov aus Russland, zum Octagon kommt, kurz erklären. Ich möchte wirklich die Let's Plays, die ich beginne, halt auch wirklich beenden und nicht irgendwie einfach so abbrechen oder so halt eben, also die ich selbst in der Hand habe. Und wir gucken kurz bei Akhmedov mal rauf. Boxerischer Background, 5 Kämpfe verloren und 15 gewonnen. Also relativ ähnliche Statistik wie wir. Und nee, deswegen, ich bin stolz drauf, dass ich das hier durchziehe so und will das auch mit allen anderen Let's Plays gerne so machen, denn wie gesagt, es macht mir viel, viel Spaß und ich hoffe, ihr habt auch mindestens halb so viel Spaß wie ich hier an der Nummer. So, nee, ohne Scheiß, deswegen macht's mich glücklich, dass wir hier so durchziehen und es wäre natürlich auch schön, wenn wir Punk dann zum Titel auch noch pushen könnten halt eben oder wenigstens mal in die Top 20 oder 10 halt, mal gucken, wie es kommen soll, aber ey, ich bleib dran. Und ja, lassen wir jetzt erstmal Bruce Buffer zu Wort kommen. And now we come to his opponent, fighting out of the red corner. A mixed martial artist holding professional record of 15 wins, 5 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Mekhakala, Russia, Omari Lekhet Akhmedov. Ja, es ist angerichtet. Und ich denke jetzt gar nicht an die Top 20 oder irgendwas. Wir wollen einfach nur diesen Kampf gewinnen. Eventuell ist es das gewesen, dass wir viele Kämpfe hier verloren haben, weil wir einfach nicht uns wirklich auf die Aufgaben, die wir hatten, fokussiert haben. Aber jetzt geht's hier wieder gleich mal ganz gut los. Okay, Ausdauer abchillen, chillen, chillen, chillen. Nein, komm her, Baby, komm her. Und jetzt kriegst du was. Da, schmeckt dir das? Ah, scheiße. Okay, ich brauche ein bisschen Ausdauer für einen Kick, komm. Oh ja, das ist es. Ah, scheiße, ich brauche natürlich auch mehr Ausdauer, damit die Dinger mehr Impact haben. Aber ist egal, alles cool.
Oh, schön immer aufs Auge. Oh, 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 chill, 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 chill. Komm, Baby. Oh, schön. So langsam macht sich auch bezahlt, dass wir ein bisschen unsere Strikes gepusht haben im Training. Okay, ganz cool, ganz cool. Good inside leg kick by CM. Nice kicks. Joe, you can hear Greg Jackson in his corner telling him to stay busy. Okay, böse Körpertreffer jetzt hier von Achmedov. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh komm, lass mich einmal in den... Oh nein. Nein, 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 genau das wollte ich nicht! Oh mein Gott, nein. Nein, raus hier, raus. Side-Control. Ganz cool, ganz cool, ganz cool, ganz cool, ganz cool, Baby. Full Guard. Aber weißt du was? Ich gehe von. Nein, lass mich. Nein. Oh, 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 nein, nein, nicht schon wieder. Ich schwöre, nein. Und ich, Idiot, lern's aber auch nie. Oh Gott, raus hier, raus. Einfach nur raus. Irgendwie raus. Jetzt komm, von hinten. Immer rauf da, komm. Ja. Fuck you, Mann. Oh, sehr gut, Alter. Zweiter Sieg in Folge. Es ist so gut, so wichtig, Alter. Und wir sind aus einer Submission entkommen, by the way. Wir sind aus einer fucking Submission entkommen. Mehr glücklich als alles andere, aber ich verspreche euch, ich werde versuchen, dran zu denken, mal endlich Submission Training richtig zu machen. So, ohne Scheiß. Es kann ja nicht wahr sein, ey. Oh, zum Glück. Oh, hat sich hier entspannt. Aber ist egal, wir haben es geschafft. Mit der letzten Ausdauer da haben die Punches ihm trotzdem da gereicht. Wir haben auch am Anfang der Runde schon übelst ihm gut auf die Fresse gegeben. Das muss man aber einfach mal ganz klar so sagen. Da waren böse, böse Kopftreffer dabei. Und ja, so konnten wir hier zu diesem Ausgang kommen. Gebt euch sein Fails. Ach, gut. Punk, baby. Oh yeah. Oh, sehr gut, ey. Zweiter Sieg wieder in Folge jetzt. Nachdem wir vorher zwei Niederlagen in Folge hatten, sind wir jetzt wieder so halbwegs back on the track, würde ich sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt bin ich mega gespannt, wie es in der Platzierung aussieht. Es wird wahrscheinlich noch nicht genau für die Top 20 reichen. Aber wir werden kurz knapp davor dran sein. Irgendwie so mal schauen. Einfach gucken. Und eine Trophy gab es auch nochmal. Sehr cool. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Oh, ja, kommt Fans hier. Kommt her, ihr geilen Groupies, ey. Und ich muss auch mal wieder die EP rauspushen. Habe ich jetzt auch ein paar Kämpfe nicht gemacht. Können wir uns auch ein bisschen was von gönnen. Ich habe da auch schon ein paar Ideen, was ich machen werde. Aber das werde ich alles offline machen. So, dass wir wieder bestens vorbereitet sind. Oh, und jetzt bin ich gespannt, welcher Platz, was für ein nächster Gegner und überhaupt, wann werden wir Champion? CM Punk ist ready. Nee, bloß keinen Höhenflieger haben wir da bekommen. Henderson hat, by the way, verteidigt gegen Damian Maia. Sehr, sehr nice. Und wir sind in den Top 20. Oh, so gut. Endlich. Wir sind auf genau Platz 20. Es ist so gut. Oh, wie gut. Ey, Achmedov ist abgerutscht auf 32. Hat ihm übelst weh getan. Aber scheiß mal was drauf. Wir sind endlich in den Top 20 drin. Oh Gott. Und wir gucken uns an, wer da alles dabei ist. Ben Saunders, Hector Lombard, Thiago Alves, Tim Means, George Masvidal, Tarek Safedin oder wie man ihn auch immer ausspricht, Rick Story, Stephen Thompson, Neil Magny. Und in den Top 20 befinden sich Kenny Robertson, Augusto Montaño, ja, gegen den wir auch schon verloren haben, Brandon Thatch, Robbie Lawler, der zum Beginn des Karrieremodus hier ja, Champion war, Victor Stephenson, Yun Gyulim, Martin Kampmann inzwischen schon auf Platz 4, Alter. Richtig krass. Er hat uns ja auch schon
besiegt. War, glaube ich, mit einem Crossarm-Breaker. Jake Ellenberger, nee, er war auch im Crossarm-Breaker auf jeden Fall. Auf Platz 3. Kelvin Gastelum und Damian Meyer. Also bekannte Gesichter hier in den Top 20. Wir treffen uns irgendwann wieder. So soll es sein. Also sehr, sehr geil. Jetzt gucken wir mal, wer der nächste Gegner wird. Und ich denke, jetzt werden uns die Kämpfe auch immer weiter nach vorne spülen können, theoretisch. Oh mein Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Rory McDonald has looked sensational. He's one of the most technical, intelligent fighters in the UFC's 170-pound division. Tagged him with that right. Beautiful combinations by Rory McDonald. Again with the head kick. That front kick, just what a combination. Nice elbows. McDonald with a knee. Looking to finish it right here. I just feel that I'm the best right now. And I have a will to win that won't be broken. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, Rory McDonald, Alter, ist deine NDA? Oh mein Gott, Superkampf-Challenge. Eieieiei, bei UFC 234 geht es gegen Rory McDonald. Alter, alles auf 100, ey, ach du Scheiße. 50 Kopftreffer und 50 Körpertreffer. Schließe Rorys Offensive einen Riegel vor und halte ihn unter 100 Strikes zum Kopf. Lass nicht zu, dass der Kampf durch Punkte entschieden wird. Wir nehmen auf jeden Fall an. Du hast in der wettkampffreien Zeit auf dein Gewicht geachtet und strotzt nur so vor Energie. Du wirst noch leichter von deinem Training profitieren. Na, sehr gut, ey. Das ist doch mal schon mal ein bisschen was. Ja, Training werde ich auf jeden Fall machen. Wir mal gucken mal, by the way, Rory McDonald, wo befindet er sich denn hier nochmal in der Rangliste? Bin ich jetzt hier irgendwie wo ist Rory McDonald? Bin ich irgendwie blind oder so? Also vermutlich bin ich einfach nur blind oder so, aber es ist auch egal, wir werden gegen ihn antreten. Und ja, hatte ich schon vor anderen Kämpfen Schiss, zitter ich jetzt richtig vor diesem Kampf hier. Deswegen, ich werde mich vorbereiten und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Kampf dann wieder dabei seid gegen Rory McDonald. Es wird richtig, richtig hardcore. Also bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst ein Abo da oder schaut doch mal in die Livestreams auf Twitch vorbei. Links findet ihr in der Beschreibung und ja, ich wünsche euch eine geile Zeit. Haut rein!